Wir kommen jetzt zu unserem letzten Redner. Und zwar haben wir Matthias Schweizer, Verdi freigestellter Betriebsrat bei der Telekom, Organisator verschiedener Anträge zum Grundeinkommen bei Verdi, Mitbegründer der Plattform Gewerkschaftsdialog Grundeinkommen. Applaus bitte. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des bedingungslosen Grundeinkommens, ich bin stolz darauf, hier zu sein. Ich bin echt stolz darauf, unter euch weilen zu dürfen. Und noch stolzer bin ich, hier ein paar Worte zum Grundeinkommen sagen zu dürfen. Uns, die hier oben standen bis jetzt, eint eins, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Wir haben über unsere Schienen die verschiedensten Möglichkeiten angeschoben, die Idee des Grundeinkommens voranzutreiben. Es ist mir gelungen, über verschiedensten Anträge in den verschiedensten Gremien das Grundeinkommen auch bei Verdi zu diskutieren. Wir nageln dicke Bretter. Aber wir machen es trotzdem, liebe Freundinnen und Freunde, und wir bleiben dabei. Wir wollen ein bedingungsloses, existenzsicherndes Grundeinkommen. Ich habe noch gar nicht gehört, wieso ihr hier seid. Wieso seid ihr hier? Wollt ihr das Grundeinkommen? Ja! Existenzsichern und bedingungslos? Ja! Das war gut. Liebe Freundinnen und Freunde, in den letzten 10 Jahren hat es in der Bundesrepublik Deutschland einen massivsten Sozialabbau gegeben. Es hat Reichtumstransfers gegeben. Es hat damit einen Abbau von Freiheit und auch von Bürgerrechten gegeben. Ich war erschüttert, als ich lesen musste, dass jedes siebte Kind von Hartz IV lebt. Es bedeutet staatliche Sanktionen und Erniedrigung. Das kann nicht sein in einem der reichsten Länder dieser Welt, in der Bundesrepublik Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Leiharbeiter, Minijobber, Aufstocker, Ein-Euro-Jobber, Solo-Selbstständige, Alleinstehende mit Kindern, alle bangen um ihre Existenz, alle bangen um ihre Freiheit. Dabei ist Reichtum in unserer Gesellschaft gestiegen. Nur wohin? In die falsche Richtung, liebe Freundinnen und Freunde. Ergebnis der Politik der letzten 10 Jahre, das ist das, was ich eben gesagt habe. Das sind die Begriffe, die gerade eben genannt wurden. Es geht noch weiter. Wir, die Gewerkschafter für ein bedingungsloses Grundeinkommen, der Gewerkschafterdialog, wir setzen uns für das Grundeinkommen ein, weil auch die Gewerkschafter und die Arbeitnehmer und die von der Erwerbsarbeit Lebenden auch betroffen waren. Das letzte Jahrzehnt galt als das letzte Jahrzehnt der Verlierer auch bei den Tarifen. Die genannten Billiglöhner haben natürlich auch die Tarifforderungen und haben auch die Ergebnisse dieser Tarifpolitik unter Druck gesetzt. Deswegen sagen wir gemeinsam, Gewerkschaften, Hartz-IV-Empfänger, Solo-Selbstständige, Ein-Euro-Jobber, müssen wir eintreten für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und deswegen sind wir auch hier und deswegen treten wir heute an zu dieser Demonstration, liebe Freundinnen und Freunde. Schutzschirme für Banken, wir brauchen ein bedingungsloses, existenzsicherndes Grundeinkommen, wir brauchen einen Schutzschirm für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen weiterhin einen Ideen-, Innovations- und Vertrauensvorschuss in uns selbst mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen, liebe Freundinnen und Freunde, muss ein integraler Bestandteil dieser Gesellschaft werden.
Wir dürfen diesen integralen Bestandteil dieser Gesellschaft nicht missen. Es gehört zur Demokratie, es gehört zur parlamentarischen Demokratie, genau wie Wahlen. Und deswegen brauchen wir überhaupt nicht über Finanzierungsmodelle reden. Wir wollen das bedingungslose Grundeinkommen, weil es ein Grundrecht ist. Und die Erbsenzählerei, die können wir nachher machen, liebe Freundinnen und Freunde. Die parlamentarische Demokratie wäre vorher durchgerechnet worden. Ja, ich muss langsam zu Ende kommen. Okay, wir sagen, wir brauchen neben einem bedingungslosen Grundeinkommen, was auch existenzsichern sein muss, sonst lohnt es nicht, dass wir dafür auf die Straße gehen, brauchen wir auch Mindestlöhne, weil der Anteil der Erwerbsarbeit nicht billig wie Dreck werden soll. Wir brauchen eine Bürgerversicherung für Kranke, in der gleichermaßen allein zahlen. Wir wollen keine Kranken erster und zweiter Klasse haben, liebe Freundinnen und Freunde. Flankierende Maßnahmen für ein existenzsicherndes, bedingungsloses Grundeinkommen. Und dafür stehen wir. Und dafür stehen wir alle, die heute hier sind. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich.